Auch unsere Milka stellen wir vor. Ein Maremmanenmädchen, die aus Süditalien gekommen ist. Dort hat sie auf der Straße gelebt und ihr Schicksal war wieder auf die Straße gekommen. Also sie war wieder auf die Straße gekommen nach der Kastration. Und da sie so eine Liebe ist, was ich nur bestätigen kann, haben wir sie aufgenommen, damit sie in Sicherheit ist und nicht das ungewisse Leben eines Straßenhundes machen muss. Ja, also wie gesagt, hier ist die Milka. Eine mittelalterliche, also sie ist nicht mehr ganz jung, aber sie ist noch nicht uralt. Maremmanenhündin, sie ist ja groß. Hey, Schluss jetzt. Und wie gesagt, ihr bester Freund ist im Moment der Melville, mit dem sie immer herumtobt. Also die zwei haben es recht lustig hier. Und Milka ist wie gesagt auch eine sehr nette Hündin. Auch eine ruhigere, also hier meine große Gruppe sind eher ruhigere Hunde. Ja, ja, ja. Ich kann eigentlich nur Gutes sagen zu meinen Hunden. Es ist keiner da, der irgendwie auffällig ist oder unangenehm oder so, sondern wirklich sind Familienhunde, die alle hier verträglich sind. Sie laufen, wie gesagt, in einer gemischten großen Gruppe rum und sind alle, also keine schwierigen Hunde im Grunde. Also sie ist auch mit einer meiner größeren Hündinnen, also zwischen Gabriella und ihr. Gabriella ist noch ein bisschen höher als sie, aber sonst ist sie auch ein recht großes Mädchen. Also wenn jemand große Hunde mag, bitte bei der Milka zugreifen. Hallo Milka! Hallo Milka, ihr feines Mädchen, gutes Mädchen. So ein feines Mäuschen, ja.